Hallo und herzlich willkommen zu Judge Gaming. Heute mit einem weiteren Teil Far Cry Primal. Wir befinden uns auf dem Weg zu dem Udam Camp, wo wir die restlichen Udam noch erledigen müssen. Ich habe schon mal bis hierher gespielt, ihr habt nichts verpasst. Ich habe auf dem Weg einen Jaguar töten können, der mich angegriffen hat. Und jetzt befinden wir uns, wie gesagt, hier in diesem Camp und ich soll diese Dinger da destroyen. Ich versuche jetzt einfach mal, ob ein Pfeil schon reicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir sie anzünden müssen. Und habe vorher den Tipp bekommen, mich hier versteckt zu bewegen, also gestelzt. Man hört schon anhand der Musik, dass hier auf jeden Fall irgendwie was abgeht. Ich versuche mal nah ranzukommen. Bisher hat ja auch ein offener Kampf immer ganz gut funktioniert. Ich denke nicht, dass wir da so die Probleme kriegen werden. Mit dem T, also mit, wenn ich T drücke und die Steine werfe, kann ich die so ein bisschen distracten. Aber ich werde die jetzt hier einfach einen nach dem anderen wegknallen. Weil das hat bisher ganz gut funktioniert, warum sollte es nicht weiterhin gut funktionieren? Wenn sie mich nicht sehen, bevor ich sie töte, sozusagen, ist es ja gar nicht schlecht. Oh, da ist so ein mega Schamanenmann. Wir werden erstmal nicht aufs Korn nehmen. Zu werden, bevor ich mich mit dem Großen anlege. Das ist natürlich auch schön, dass sie ihre Kollegen tot hier liegen lassen und erstmal nichts dazu sagen. Das war kein Headshot. Schnell nochmal heilen, Wolfi regelt. Jetzt habe ich Wolfi getroffen. Entschuldige, keine Absicht. Das müsste erstmal gewesen sein hier. Tushi. Dann zünden wir mal ihr Zeug an. Achso, es reicht schon, es zu verhauen. Na, dann machen wir das so. So, alles klar. Nicht euer Gebiet. Hat jetzt gerade seinen eigenen Mann erschossen? Das sah fast aber aus. Meine Jungs kommen da unten klar. Haut sich gut gegen einen sollen zu schaffen. Wolf. Nee, nee. Cool. Ach, aber nur weil ich deren Knochenstatue kaputt mache, sind sie jetzt gleich weg. Das finde ich irgendwie ein bisschen. Udam Guanta? Udamari. Ul
Okay. Cool, ist also der Held da, der von denen, oder was? Shaja. Ja, aber es war doch klar, oder nicht? Shaja. Palhu Udamari. Winja Baltasha. Guaifamas. Schaus. Uz Dawson. Sana Quaida Shanchi Parishai. Salwa Winja Marwa. Machi. Sami Gardici Napa. Die Lady steht auf Ohren, wie schon gesagt. Ich kläre das. Winjai. 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 Winja. The Lost Winja, present open map. Missing Winja was unique skills. Okay. Also ich soll die vermissten Vengers, beziehungsweise die verstreuten Vengers finden und ins Dorf zurückbringen. Auf der Karte haben wir ja auf jeden Fall so auch schon den Schamanen gefunden, der schon wieder hier ist. Hier oben gibt es noch einen. Karosch, der Krieger. Help Venja Beastkill. Also... ja, die nächsten Schritte werden sein, ich werde hier rechts auf jeden Fall zu diesem Beastkill gehen und dann die Feuer hier anzünden. Dadurch, dass ich die Feuer anzünde, erreiche ich sozusagen das komplette Gebiet und kann mich da dann besser drin bewegen, ausnehmen, auch fast traveln. Und dann werden wir uns hier hoch zu dem Krieger bewegen. Ah, hier unten sind noch zwei. Ja, also das wird mein nächster Weg sein. Gucken, ob wir hier im Dorf noch ein bisschen was bauen können. Ein paar Sachen habe ich ja mitgenommen. Ja, nee, also da fehlt mir noch alles, vor allem die Mammuthaut. Aber meine eigene Höhle kann ich da vielleicht ein bisschen was bauen. Ach so, okay, Schilf. Also wir müssen auf jeden Fall Schilf mitnehmen, wenn wir Witches finden. Und bei dem anderen war es ja irgendein Special-Zeug. Da kommen wir sowieso nicht hin. Wir gucken mal, ob er was zu tun für uns hat. Ja, sieht fast danach aus. Rare Lion. Mal gucken. Ah, Warpeti. Uguan. Oh nein. Tishayu. Gasuri. Eigentlich nicht. Ich mag kein Blut trinken. Mit Augen drin. Fagui. Udambi. Upafi. Udam, fuck we ha alia pasta. Hat er fuck gesagt? Udam, fuck ha alia pasta. Nicht gut. Wir mögen kein Blut. Vision of Ice. Find the stone. Statue, okay. Kommt der Eiszeit. My Klapper! My Klapper! My Klapper! My Klapper! My Klapper! My Klapper! Eine Axt. Ja, das kommt hier. Okay.
am Bagman, Sanja. Was hat mir das jetzt gesagt über die Udam? Dass sie aus dem... Dass sie aus dem Eis kamen. Wife da! Baal, Bafedal! Baal, Baalhu, Udam, Fakli! Junta daba dabu. Galaita. Udam bacham. Shrash. Shrash. Yagisu sarta. Hatten die vielleicht irgendeine Krankheit? Irgendein Virus oder sowas? Makwadi. Udam shashkwanisla. Oh nee, nicht gleich schon wieder eine Portion. Udam.
Masuk near Bat. Uda! Uda Blahaguar Hati! Okay, ist für ihn. Oh, sehr gut. Ich mag nicht schon wieder Blut trinken. Ah, sehr schön. Jetzt können wir endlich noch ein bisschen was mehr machen. Oh, halt, stopp. Jetzt habe ich gar nicht gelesen. Displayed on your Minimap. Aha, ich kann auf der Minimap die Ressourcen sehen. Find more woodstone in gathering. Aha, okay. Ja, also mehr Meat, wenn ich mehr Fleisch, wenn ich ein Tier häute. Mehr Haut, wenn ich ein Tier häute, ist natürlich auch gut. Dadurch brauche ich dann von allem immer weniger. Reviving your temp beast requires a few red leaves. Und mehr Holz, Steine und Schilf und alles, wenn ich es sammle. Das ist auch gut. Das brauchen wir erstmal nicht. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Improved chance of finding more rare wood. Ah, okay. Na, dann. Also, ich würde gern den haben und dazu müssen wir dann den Skill auch auswählen, dass es auf der Karte, dass ich auf der Karte sehen kann, Holz, Steine und Village-Ressourcen. Also Dorfressourcen. Brauche ich eigentlich nicht auf der Karte sehen, aber das hier ist interessant. Das steigert meine Chancen, seltene Materialien zu finden. Das ist natürlich sehr gut, weil die brauche ich auf jeden Fall. Und da kann ich meinen Radius erhöhen, das ist auch nicht schlecht. Okay, ich kann jetzt Wildkatzen zähmen, aber da fehlt mir jetzt wieder XP für. Und die Eule kann irgendwelche Attack-Moves machen. Na gut, aber das ist erstmal nicht schlecht. Jetzt kann ich ein bisschen mehr Haut sammeln und so ein Zeug. Big Darva Fort. Okay. Die böse Udam-Hochburg da hinten. Aber ich verfolge jetzt trotzdem erstmal weiter meinen Plan und der war, hier nach rechts zu gehen. Sie hat noch eine Quest für mich, das da werden wir nochmal hingucken. Und dann sollte ich wirklich anfangen, auch mal die speziellen Tiere zu jagen. Tapacham Takar. Takar, Winja Wantar, Shaskau Himshalla, Masi Waichai Hatrawana, Palhu Sashwalim Huhaya. Ukauhi Waida, Tu Sasakui. Okay, ich soll irgendwem für die Jagd helfen. Und wo? Okay. Das ist noch sehr weit weg. Also wie gesagt, mein Plan wird sein, jetzt hier nach rechts zu gehen. Und das Feuer zu entzünden. Da wir jetzt noch ein wenig Zeit haben, werde ich mich einfach auf den Weg machen dahin. Daji Dajrim Wanmas, Tu Chuan Masi Mamsa Hadarsh, Mamsapa, Chuan Mi Brashtar Waikarsh, Takar, Pracham, Uhai Guar Guana. Gerade ein bisschen erstaunt, dass man ihre Brust sehen kann. Okay, wir sollen Großhunde jagen und töten. Dann machen wir das. Die Frage ist, wie und wo. Naja, also das muss eine andere Quest sein. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Wo sollen wir die denn jagen? Kannst du mir noch was dazu sagen? Da gibt
jetzt erstmal nochmal ein Collectible, das werden wir mal einsammeln. Und hier Schilf brauchen wir auch immer. Also entweder es ging zu schnell, ich habe es nicht verstanden, oder ich bin wieder ein bisschen stehen, ein bisschen auf dem Schlauch, aber ich weiß nicht, wo wir jetzt Großhundejagd gehen sollen. Also ich sehe auch keinen Punkt, der dazugekommen ist oder sowas. Handpacker für das. Ja, ich habe ja so ein Missionsteil hier jetzt angenommen, aber keine Ahnung. Okay, dann bewege ich mich mal jetzt in Richtung des Campfires. Versuche das noch anzuzünden. Und dann sind wir auch schon wieder so weit, dass wir ausmachen müssen langsam. Mal gucken, ob ich da überhaupt hinkomme. Das sieht schon wieder so weit oben aus. Stehen die mit einmal hier. Ist er da gerade auf der Stelle gehopst? Oder was war das? Ganz schön großes Camp dafür, dass hier dann nur so ein, also in Anführungszeichen nur dieses Feuer ist. Gucken, ob wir das auch mit einem Pfeil anzünden können. Also ihr seht schon, wir haben hier noch eine ganze Menge vor uns, die Karte komplett zu erkunden. Schön. Okay, an der Stelle möchte ich dann auch ausmachen. Reicht für jetzt erstmal. Wir werden dann hier weitermachen und uns auf die Suche nach den Kämpfern hier unten begeben. Oder vielleicht das Ding da oben, das weiß ich noch nicht genau.
jeden Fall gucken wir uns hier dann mal ein bisschen um in dem Gebiet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, abonniert vielleicht auch meinen Channel und wir werden jetzt in Zukunft die Videos ein wenig kürzen, glaube ich. Es macht keinen Sinn, wenn ihr mir zuseht, wie ich durch den Dschungel laufe und irgendwas, ja, keine Ahnung, jage oder sowas, nicht mit der Mission zu tun hat, die ich gerade verfolge. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung für euch. Falls nicht, schreibt irgendwas in die Comments. Ich bin natürlich für jeden Vorschlag offen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.